Ja, heute geht es um die Kategorie Bestes Independent-Spiel, Bestes Indie-Spiel und da hatte ich mehrere zur Auswahl. Letzten Endes musste ich mich zwischen zwei entscheiden und zwar Dead Cells. Ja, das ist super, habe ich ja schon einige Sachen drüber gesagt. Oder Yoko's Island Express. Haben ja auch viele meiner YouTube-Kollegen gespielt, unter anderem der Mirko und auch der Finchi. Ja, und ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber ja, letzten Endes ist es doch Dead Cells geworden, weil ich, also ich habe mir länger dran gesessen sowieso, also Yoko Island war ich so in, glaube ich, 6 Stunden durch ungefähr. Und Dead Cells habe ich doch, ist natürlich auch schwieriger, ist ganz klar, aber es hat mir, ich mag halt diese Joystick-Akrobatik, wenn man das, wenn es auch ein bisschen kniffliger ist und das war halt in dem Fall. Wie gesagt, Yoko's Island hat mich super unterhalten, fand ich sehr schön, aber letzten Endes habe ich mich doch für Dead Cells entschieden. Mein Spiel des Jahres in der Kategorie Independent.